Yo, was geht, Freunde? Willkommen zum vierten Part von Road to Triple X. Und im Hintergrund seht ihr gerade das Match, nachdem ich Level 63 gekommen bin. Und ja, es ist auf jeden Fall auf Lost City. Freut mich auf jeden Fall auch mal, dass es nicht auf Platz ist. Die ersten drei Folgen waren ja alle auf Platz. Und dieses ist jetzt nicht auf Platz. Und ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das Gameplay war jetzt, das ist auf keinen Fall was Besonderes oder so. Da quitten auch noch ein paar Leute. Und der Überscore ist es natürlich eh nicht. Vor allem, weil ich bei dem Match irgendwie schon eine 10-stündige Zocker-Session hinter mir hatte oder so. Kein Witz. Ich habe an dem Tag über 6 Millionen EP gemacht. Das war aber auch der Tag, an dem ich am meisten EP gemacht habe. Also ich bin jetzt schon ungefähr 4 Wochen oder so am Leveln. Ein Monat oder so. Kommt gut hin, ungefähr. Und ungefähr, also. Und ja, da war wirklich schon alles dabei. Ja. An einem Tag habe ich 6 Millionen EP gemacht. An einem Tag nur 150.000, also nur 2 Runden oder so. Also war eigentlich alles dabei, vom kompletten Gesuchte des Todes bis zum mal einen Tag fast gar nicht spielen. Na okay, wenn ich mir das gerade so alles angucke, also ich habe mir das alles aufgeschrieben, dann war das der einzige Tag, wo ich nicht gesuchtet habe. Sonst habe ich immer gut gesuchtet. Und ja, ich habe jetzt auch, ich kann euch das mal kurz sagen, ich habe in den letzten 18 Tagen 55 Millionen P gemacht. Das macht ungefähr etwas mehr als 3 Millionen P am Tag. Und 3 Millionen EP am Tag sind ungefähr so 4-5 Stunden. Ja. Das hört sich übertrieben suchtig an, aber ihr müsst mal auch so denken, Freunde. Warte, mein Player hängt hier gerade, Alter. Shish. Ihr müsst mal auch so denken, dass selbst wenn ich bis 16 Uhr Schule habe oder so, dass man dann trotzdem so noch Hausaufgaben machen kann, duschen kann, essen kann, bla bla bla, und dann trotzdem noch übel lange suchten kann, theoretisch. Und wenn man dann mal an einem Wochenende ein paar Stunden mehr spielt, dann hat man ja so gesagt fast direkt einen Tag aufgeholt von der EP her. Also wenn man dann an einem Tag mehr macht und dann an dem anderen weniger, dann kommt man ja ungefähr wieder auf Null. So, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich habe mir auch gar kein richtiges Thema ausgesucht jetzt für das Commentary, weil das Gameplay geht überhaupt nicht lange. Und ja, ich kann mal so erzählen, was so gerade zur Zeit ein bisschen so abgeht. So, und zwar ist das Gameplay jetzt schon ein paar Tage alt. Das Gameplay ist jetzt auch nicht so gut, weil das halt, wie gesagt, nach einer 10-stündigen Soccer-Session war, und da ich ja dann schon 10 Stunden gezockt habe, war es dementsprechend schon nachts oder spätabends, sag ich mal. Und da hat die Konzentration natürlich ein bisschen nachgelassen. Ich habe dann einfach noch das Level-Up gemacht. Und wie gesagt, ein paar Tage her. Heute ist Donnerstag, der 12.02. Ihr seht das wahrscheinlich auch noch heute. Und das heißt, heute ist so gesagt Karneval bei uns. Ich weiß es gar nicht. Gibt es für Karneval ein Datum? Kein Plan. Ich interessiere mich jetzt nicht so übertrieben für Karneval. Ich finde das ganz nett mit dem Kostüm und so. Jedenfalls ist bei uns dann in der Schule immer, ja, wie soll ich das sagen, so ein langes Wochenende. Und zwar habe ich morgen keine Schule und Montag keine Schule. Also heute hier fast jetzt fast ein geiler Triple Feed. Leider geklaut worden. Jedenfalls habe ich jetzt morgen keine Schule, also Freitag, und nächste Woche Montag keine Schule. Das heißt, jetzt gerade ist Donnerstag und ich habe jetzt erstmal 4 Tage frei. Hört sich eigentlich ganz chillig an. Ist es natürlich auch. Suchten, suchten Level, meine Freunde. Das nächste Level Up ruft. Ich bin übrigens fast schon wieder Level Up. Das Video hier kam ein bisschen später, weil ich jetzt irgendwie nicht dazu gekommen bin, Videos zu machen. Und ja, an Karneval, Freunde. Das regt übertrieben auf, aber sage ich gleich. Jedenfalls habe ich ja dann nächste Woche Dienstag jetzt wieder Schule. Also in 5 Tagen. Oder warte. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, in 5 Tagen. Und die Lehrer sind richtige Missgeburten, manche. Ja, okay, so will ich das auch nicht sagen, aber kommt auf jeden Fall so rüber. Denn ich schreibe am Dienstag, also meinem ersten Schultag, sag ich mal wieder, 2 Tests, so, keine Ahnung, man, das ist so unnötig. 2 Tests in Fächern, wo ich seit 5 Jahren keinen einzigen Test geschrieben habe, ja. Keine Ahnung, was das soll, ohne Spaß. Wie gesagt, 2 Tests, habe 9 Stunden Schule, also bis 17 Uhr irgendwas, und danach noch einen Zahnarzttermin, einfach nur zur Kontrolle. Gar keinen Bock, Freunde, wisst ihr, dann schläfst du da fast einen, so 4 Tage schön gechillt, und dann kommt so eine Kacke auf dich zu, ja. Das heißt ja auch noch, dass ich jetzt in den freien Tagen lernen muss. Dann muss ich noch meine verkackte Facharbeit schreiben. Boah, das fuckt so ab, ey. Und heute Morgen wieder so ein bisschen so Aggression bekommen. Ich werde auch relativ schnell aggressiv, muss ich sagen. Aber in der Schule, die fucken richtig ab, so, ja. Also ich finde ja meine Stufe korrekt und so, ne? Ich mag die ja alle, die sind alle ganz nett und lieb und so. Und ich habe auch nichts gegen die und ich habe auch keinen Streit mit denen und so eigentlich. Aber
Es muss echt nicht sein, dass irgendwelche 15-, 16-jährigen Pisser morgens um 7 Uhr irgendwas vor der Stuhle, vor der Schule stehen und schon anfangen, sich zu betrinken, sich dann darüber lustig machen, dass sie gleich im Sportunterricht besoffen sind und haha, Hammer, besoffen im Sportunterricht, haha. So, keine Ahnung, habe ich so geschrieben. Was habe ich nochmal geschrieben in die WhatsApp-Gruppe? Aber ich hatte ein bisschen später Schule. Ach, keine Ahnung, alles Hurensohn habe ich gesagt oder so. Weil muss echt nicht sein, dass irgendwelche 15-Jährigen sich da vor der Schule um 7 Uhr irgendwas besaufen. Jedenfalls habe ich jetzt Level Up erreicht und das wollte ich noch kurz sagen. Und zwar seht ihr jetzt am Ende alle Clips oder fast alle Clips, die ich während des Level Ups erspielt habe. Also von Level 62 auf 63, jetzt auf das Video bezogen. Alle Clips, die ich in diesem Zeitraum erspielt habe, werdet ihr jetzt sehen. Und, beziehungsweise die meisten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Haut rein, yo. Got a date with destiny. My heart says yeah, but can't convince the rest of me. I've tried so hard to make it with no recipe. My selfish ways caught up and got the best of me. I need redemption, no need to mention my past. Cause all that matters now is bigger than diamonds and cash. The glitz, the glamour, the lights, the camera, the action. The stage, the fans, the speakers blasting. You know I want it, I need it. Don't doubt it, I can't live without it. This is everything I've dreamed of. It's everything I've ever wanted. But is it really truly in my plans? Or did God mix up my blueprints? Did he have it right there in his hands? Anybody give me a hint? I can feel it now, I know it's coming. And I don't give a fuck what anybody say. I've fallen, I've risen, I chose to select and dismiss. And incarceration through these bars created a prison. And I intend to do the time that this sentence is given. 25 to life, yeah, that's how I'm living. Sometimes I wonder if I'll ever make it. But there's only one way I'ma know.